Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren, hoffentlich spannenden Folge. Ich hoffe es mal einfach. Und da fällt mir was ein, was ich eigentlich schon vor einer ganzen Weile mal sagen wollte. Habe ich dann aber vergessen mit der Zeit. Und zwar wurde mal so gefragt, wie es aussieht, ob ich mal meine anderen Minecraft-Welten in einem Let's Show zeigen kann. Naja, das sind meine privaten Welten. Ich weiß nicht, ob ich die dann so... Vor allen Dingen ist ja die Sache, also ich habe ja eine Xbox... Zwei, genau. Dann, oder sind es drei mittlerweile? Nee, ja doch, sind drei, genau. Drei sind es mittlerweile sogar schon. Also drei private, wo ich selber immer rumgebastelt habe. Kam so durch die Updates größtenteils, dass ich dann neu anfangen musste. Und dann habe ich ja noch am PC eine. Nee, sind es auch zwei. Ja doch, sind es auch zwei. Und das ist so, ich weiß nicht, also... Ich habe ja schon die interessanten Sachen, die wirklich, wirklich, wirklich interessanten Sachen, habe ich ja als Bilder bei Facebook reingestellt. Obwohl, sollte ich vielleicht mal wieder ein paar neue machen. Vielleicht aus der PC-Version 1 oder aus der... Nö, ich glaube, von den Xbox-Welten habe ich das Spannendste gezeigt. So, und warum ich hier rumwusel, hat den Grund, ich habe neue, fantastische Pläne, die mir gestern dann so, weiß nicht, gestern mal so ein bisschen gegrübelt. Nach der Aufnahme. Und dann so festgestellt, oh Mensch, weißt du, eigentlich rein theoretisch könntest du ja hier das und das da machen, ne? Das wäre doch voll die geile Idee. Und dachte ich mir so, ja, Zocker, da hast du recht. Das ist eine richtig geile Idee. Und dann machst du das auch. Ja, und deshalb werden wir das heute machen. So, jetzt sind alle total verwirrt, keiner hat wieder Ahnung. Alle fragen sich so, hä, was will dieser komische Troll, Ork da? Ja, der Ork, der trollt, genau. Da eigentlich die ganze Zeit von uns. Tja, das weiß keiner so genau. Ich will eure Seelen. Nein, natürlich nicht. Was soll ich mit Seelen? Da kann man nichts anfangen. Die kann man nicht essen. Die kann man nicht futtern. Damit kann man nicht satt werden. Ja. Pflasterstein mal weg. Ja, oder brauche ich den? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, ja. Zumindest ein bisschen Pflasterstein. Einfach mal Knochen und sowas mal wegpacken. Sand. Glas. Okay. Ah ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Slimeballs brauche ich. Ich brauche aber auch das... Habt ihr das auch gehört, ne? Das war Creepy McCreep, der irgendwo hier runtergesprungen ist. Oh mein Gott, ich habe ihn... Ich dachte eben, der wäre hier innen drin. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, der ist oben irgendwie runtergefallen. Ich hasse Creepy McCreep. Aber er mich ja auch. Gucken. Ich sehe ihn nicht. Hier auch nirgendwo. Okay. Was jetzt bloß wichtig ist, wir müssen einen Haier machen. Du kannst nur nachts schlafen. Ja, ist bloß... Mark. Es regnet. Ja. Vielleicht ist es noch hell genug. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie spät es ist. Ich brauche erstmal Eisen. Eisen und Redstone. Ich hatte es eigentlich dabei, aber ich habe es ja netterweise wieder weggepackt. Clever, wie ich bin, ne? Und dann werden wir das alles nämlich mal ein bisschen umbauen. Das gefällt mir nämlich so nicht. Aber ein paar Sachen festgestellt, das geht gar nicht. Das muss weg. Definitiv. Ich glaube, zwei reichen. Und irgendwer hüpft hier die ganze Zeit. Ja, schade, dass das noch nicht fertig ist. Sonst könnten wir das benutzen. Kann ich jetzt vielleicht Haie machen? Nee, ist immer noch Nacht. Ach Mist, dann kann ich das gar nicht umbauen. Obwohl... Ah, rein theoretisch schon. Nee. Ich muss irgendwie Creepy McCreep loswerden. Na, verdammte Axt. Wenn der Regenmann weg wäre, dann wüsste ich wenigstens, wie spät es sein könnte. Haben wir genug Holz? Ach komm, dann machen wir in der Zeit mal die Holzvertiefelung. Ein bisschen hier weiter. Haben wir Ewigkeiten schon nicht weitergemacht. Das ist so drumherum gedrückt, ne? Um diese Feinarbeiten, diese Feinheiten. Das ist aber auch eine nervige Sache. So, ich hoffe bloß nicht, dass jetzt gleich dann hier irgendwie... direkt da drüber sich der Boden auftut und dadurch Creepy McCreep hier reinfällt und uns dann die ganze so dezent mit in die Luft sprengt. Eieiei, das wäre richtig doof. Das wäre sowas von Kacke. Ah, komm. Ah, wir können uns wieder genug Holz holen, ist ja kein Problem. Wir haben genug Bäume hier in der Nähe. Genau, und alles hier mal ratzefatz. Oh, genau das meine ich. Ah, das war Gott sei Dank nur die eine Stelle. Und das hier ist egal. Da kann er nicht durchkriechen. Hahaha. So. Wir müssen da vorne noch eine Blende dran setzen, oder? Oder auch nicht. Man könnte das auch so lassen. Das sieht garantiert auch cool aus. Ja, müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das genau gestalten, ne? Wie viel Erde wir wieder dadurch kriegen.
Boah. Brauche ich ja noch von den ganzen Hügeln. Ich muss diesen kompletten Hügel noch nach vorne durchschieben. Oh, auch irgendwie gar keine Lust drauf. Aber es muss sein. Es muss definitiv, damit es vernünftig aussieht. Haben wir eigentlich damals den Tempel fertig gemacht? Naja, nicht so ganz, ne? Da fehlte noch dieser Bodenbelag da drinne. Aber ansonsten war der eigentlich fertig. Ja. Naja, müssen wir mal schauen. Da muss irgendwie... ich bin am überlegen, wie die Bahnanbindung, wo ich zum Beispiel, wenn ich die mache, ich will ja einen kleinen Kleckersdorf auch was haben, ja? Also ansonsten, wenn Creepy McCreep heute nicht uns in Ruhe lässt, dann fangen wir nämlich an mit dem Bahnbau. Weil ich will ja auch Weichenstellung haben, dass man halt umstellen kann, wo es hingehen soll. Und mal ein bisschen rumprobieren, dass man das während der Fahrt bedienen kann. Damit man sagen kann, okay, wir gehen hier aufs Abstellgleis oder, nee, wir fahren jetzt dahin. Da muss ich eigentlich ein paar Hebel machen, ja? Ich muss mal gucken, wie wir das am vernünftigsten lösen. Vor allem damit auch die... Oh ja, wir können doch mal kurz ausprobieren. Wir haben ja hier die Möglichkeit gerade. Oh Gott. So, jetzt haben wir das. Habe ich Gleise? Nee, ich habe keine Gleise hier. Dann mache ich mal schnell eins. Oder habe ich doch Gleise hier? Hier sind keine. Hier sind auch keine. Nee, dann sind die alle drüben. Okay, dann mache ich wenigstens mal ein Gleis. Und... ja, genau. Ja, man kriegt ja mal 16 Stück raus, egal, wir brauchen sowieso Unmengen. Was mich mal interessieren würde? Nee, man kann es nicht drauf platzieren. Arg! Verdammt, da hatte ich so drauf gehofft. Und wenn man irgendwie das durch einen Trick... Versuchen wir es mal mit einem Trick. Ob es dadurch vielleicht geht. Moment. Nee, geht auch nicht. Na, das wäre noch so eine Möglichkeit gewesen, wo ich überlegt hatte eben. Ja, aber das ist auch nicht schlimm, weil man kann nämlich das auch anders machen. Moment. Zeigen wir das mal. Also wir können nämlich so machen. Ja, ja, mit Fackeln, genau. Siehst, man kann nämlich neben Gleise Fackeln stellen. Ist das nicht geil? Ja, phänomenal. Ich brauche dafür zwar jetzt keinen Haftkolben, aber wir können das mal mit dem Haftkolben gut zeigen. Ist das nochmal Ding? Count. Genau, und so. Ah. Hebel, habe ich Hebel? Nee, dann mache ich mal schnell zwei. Genau, dann einen hier hin. Genau, und einen hier hin. So. Mal kurz gucken. Ja, wir können das gleich da verschieben. Ist halt immer nur wichtig. Ach, das wird dann auch rangezogen. Ach, dann brauche ich ja wirklich nur einen. Ach, so zieht er das mit ran. Na, das ist ja geil. Das ist cool, ey, gut zu wissen. Hier, sehen wir. Weg und wieder ran. Weg und wieder ran. Ah, gut, weil so können wir nämlich auch eine Weiche basteln. Ich zeige das mal kurz. Also wir können ja zum Beispiel hier, was weiß ich, haben wir hier das in die Richtung. Ne, so hier. Man kommt von hier. Ja, von hier kommt man und dann fährt man hier lang und dann soll von hier nach da, das in die andere Richtung gehen. Ja, das ist ein bisschen doof, weil jetzt kann man ja halt nicht so da lang. Jetzt will ich gerade mal überlegen, das passt ja auch nicht. Wenn ich das nach da schiebe, komme ich ja nicht da rüber. Und dann mal jetzt die Weiche schieben. Ist das zwar angeschlossen, aber das hilft uns ja nicht. Wie machen wir das? Aber ich möchte ja dann, dass man hier lang fährt. Dann hat ansonsten darüber geschoben wird, ne? Aber wir können das anders machen. Ich habe noch gerade überlegt, wir können ansonsten das so machen, dass wir das in der Abzweigung machen. Das würde gehen. Dass wir nicht da, wo wir langfahren, sondern halt einfach da, wo die Abzweigung ist, dann mehr oder weniger das System entscheiden lassen, wohin es geht. Also ob wir dann nach links fahren oder nach rechts. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? Ich auch nicht, nein. Ich muss sagen, irgendwie habe ich das gemacht, aber ich komme nicht mehr drauf. Ich glaube, ich schaue mal das mal in meiner einen Welt an, wie ich das gebastelt hatte. Ja, also auf jeden Fall, das wäre schon mal eine gute Alternative. Damit können wir das machen. Ansonsten, denk, grübel. Wie war das denn gewesen? Ich konnte doch so machen, genau. Und ich will dann einfach nur, dass entschieden wird, ob ich nach da fahre oder nach da. Also so würde er ja jetzt nirgends wohin fahren. Jetzt ist die Sache, wie hätte ich das denn gemacht? Ja gut, okay, es gibt da zwei mögliche Alternativen. Wir können das einmal, und wir probieren das mal ein bisschen rum. Ne? Also ich muss ja auch mal schauen. Also ich will jetzt nicht unbedingt dann gleich immer wieder sagen, ich renne jetzt in meine andere Welt und schau mal. So, Moment. So. Normalerweise sollte der sich jetzt hier umlegen.
Wenn ich das wieder ranschiebe, ist er in Ordnung. Okay. Kleiner Moment. Jetzt gucken, wenn wir das jetzt so gemacht haben. Nee, dann legt er sich nicht um. Das ist ja ätzend. Nee, ich guck nochmal, wie ich das mache. Vielleicht fällt mir dann noch was Spannendes ein. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Ich glaube nämlich, jetzt ist es auch Nacht. Dann kann ich das andere machen, was ich nämlich noch umbauen möchte. Haha. Ja, ich habe da reichlich Pläne. Und dann rennen wir jetzt einfach gleich lauthals schreiend raus. Und gucken wir, ob wir Creepy McCreep irgendwie welche vorne zaubern können. Oh, es ist dunkel, ne? Nee, es hat aufgehört. Und jetzt. Ja, well! Hier liegt Wolle. Das heißt, da war irgendwas Fieses. So ein Wolf oder sowas. Er hat hier so ein Schaf wieder platt gemacht. Ganz schön fies, ne? Mhm. Gut, jetzt ist Tag. Dann können wir nämlich rein und weiter basteln. Ja, aber ich muss nämlich jetzt da das eine umbauen. Ich habe nämlich was überlegt, was mir besser gefällt. Das Fenster da hinten, das finde ich nicht so schön, dass es nach links, also von links und rechts dann zugefahren wird. Das hätte ich gerne anders. Und das, was brauchen wir? Ich brauche Kies, genau. Ja. Seit langem das erste Mal, dass wir Kies benötigen. Ja, das total verhasste Element, was ich überhaupt nicht mag, Kies, werden wir jetzt endlich mal vernünftig gebrauchen können. Und hier die ganze Redstone-Leitung kann weg. Die brauchen wir nicht mehr. Genau, dann können wir nämlich den Hügel auch etwas schöner gestalten. Sieht ja nicht mehr so garstig aus, obwohl das kann bleiben. Okay, und? Das kann bleiben. Brauche ich jetzt hier, genau. Habe ich nicht was springen gehört? Immer gucken, nicht, dass es irgendwas kleines, grünes, garstiges ist. Und ich meine nicht Orks. Hm. Außerdem sind Orks nicht klein. Achso, das sollte vielleicht auch so bleiben. Doch, das sieht schon ganz gut aus, wie wir das gemacht haben. Doch, das lassen wir dann einfach mal so. Obwohl, oder? Nee. Komm, das machen wir weg. Komm, das kann hier weg. Genau. Genau wie das hier. Ja, die Redstone-Leiter muss ich sowieso raushauen. Genau, alles weg. Das ganze Redstone-Zeugs. Sehr schön. Och, ja, ich kriege endlich mal einen Redstone wieder. Und die ganzen Redstone-Fackeln und alles. Ist das nicht geil? Ja, ne? Endlich. Das lange Warten hat sich gelohnt. Ja, nicht so richtig. Oh, Boden wieder rauskloppen. Alles umsonst gewesen. Nein, nicht so richtig, ne? Aber wir werden schon sehen, warum wir das machen. Es hat schon seinen Sinn. Auch wenn ich jetzt hier alles aufkloppe und damit jedwedem garstigen Wesen Tor und Tür öffne. Genau. Haben wir jetzt hier alles? Nee, jetzt muss ich ja hier noch... Genau, hier muss ich jetzt noch alles wegkloppeln. Ja, ist egal. Komm, alles mal her. Habe ich da drüben die drei schon aufgenommen? Ach ja, das sind die jetzt hier gewesen. Hm. Ja, die wollte ich ja eigentlich dran lassen, habe ich gesagt. Ja, doch, die lassen wir auch dran. Das sieht, glaube ich, hübscher aus. Hm, ich bin noch mal überlegen, ob man hier vielleicht anstatt dem Treppen nimmt. Probieren wir das mal kurz aus. Ich glaube, mit Treppen sieht das schöner aus. Als mit den Dingern. Ja, komm, gib mal ein Steinchen, gib mal ein Steinchen, gib mal ein Steinchen. Ja, fein. Wir werden hier nämlich richtig wie so eine Art, ja, wie kann man sagen, elektrische Jalousie basteln, die dann zufährt und wieder aufgeht mit einem tollen Nebeneffekt. Ja, oh, ist hier so, genau. Und hier dann natürlich auch das eins breiter ist. Ich fand das ganz hübsch. Das sah ganz schnieke aus. Ja, hier mal wegnehmen, das muss ein bisschen... Genau, ja, doch so, dass ein klein wenig hübscher aussieht als vorher, weil es war mir doch zu viel draußen. Das war zu krass. Es sind schon so viele Kühe wieder auf einmal, ne? Heftig, heftig, heftig. Okay, aber jetzt muss ich da richtig weit runter. Müssen wir hier kurz mal alles irgendwie wegbuddeln. Wie machen wir das? Machen wir es mal so. Ja, dann komme ich vernünftig runter. Ja, der eine oder andere fragt sich jetzt, was macht ihr denn da? Mhm. Mal kurz gucken. Kleiner Moment. Also ich muss, warte, ich habe das jetzt die ganzen Kolben. Können wir das mal kurz, bevor ich das bastel, ich will es einmal nochmal überprüfen. Eins, halt, das war falsch. Genau, dann mal hier Markierung machen. Gleich, mal schauen. So, jetzt brauche ich erstmal die Fackeln. Halt, nein, nicht wegschmeißen. Was machst du denn da? Dann haben wir hier eine Fackel. Aber hier,
Das geht natürlich nicht. Ist ja klar, wie immer. Es ist, ich hätte vielleicht noch mehr fürs Vorbereiten. Egal. So, dann haben wir hier eine Fackel. Und dann haben wir hier eine Fackel. Müssen wir kurz überlegen. Also es geht dann, wollen wir die hier weg? Also bis hierhin geht es. Na, bis hierhin wird es geschoben. Kurz gucken. Ach, warum? Na, hab ich sie? Ja, ich hab sie. Genau, und die hier auch wieder weg. Sehr schön. Warum hat dann die jetzt nicht mit... Ah, ja, das geht ja nicht. Der nimmt die ja nicht mit zurück. Ungünstig. Das ist echt ungünstig. Warum liegt hier noch Redstone? Schlimm, schlimm, schlimm. Also geht das nur mit zweien? Aber geht das nicht mit dreien auch? Doch, klar ging das mit drei Stück. Ich bin der Meinung, ja. Mal kurz ausprobieren. Mal ganz kurz. So. Hoffen wir mal den da dran. Da helfen wir mal den da dran. Ja, warum nimmt er die nicht mit? Oder wenn die Zeit gleich? Oh, ich weiß nicht, da gab es eine Schaltung. Da gab es eine Schaltung. Wie das funktioniert hat. Genau, und dann hier hin. Probieren wir das mal aus. Moment, wir haben noch Schalter da. So. Nee, das war's nicht. Wenn ich jetzt hier einen Repeater dazwischen setze, wird es richtig kompliziert. Oh nein. Eieieiei. Das funktioniert das auch nicht, wenn ich jetzt da einen Repeater... Habe ich gar nicht mitgenommen, ne? Dann holen wir den mal schnell. Uiuiui, und das alles auch noch draußen, wo die ganze Zeit irgendwas Garstiges ankommen könnte. Sehr schön. Mutig, würde ich sagen. Extremst mutig. Kannst du einen Repeater mitnehmen. Irgendwie war das mit der Verzögerung. Oh, die Schaltung war unheimlich kompliziert, wenn ich mich richtig erinnere. Damit man das Ding gekriegt hat, dass das mehr als drei sein konnten. So, kurz gucken. Jetzt haben wir eine Verzögerung drin. Nee, ein bisschen experimentieren. Irgendwie wird es schon klappen. Ja, weil der zieht den nicht zurück, weil der vorne noch aktiv ist, ne? Warte mal, wie ist denn das? Ich probier was aus. Moment. Also setzen wir mal hier nur einen Redstone-Fackel hin. Wenn der hier vorne die ganze Zeit aktiv ist. Und der hier auch. So. Der zieht den dann nicht zurück, weil der hier nicht aktiv ist. Aber der zieht den dann zurück und da bleibt dann nicht mehr dran kleben. Das ist natürlich echt doof. Aber wenn ich beide rausschiebe, dann wird der Stein ja von hier nach da geschoben. Also zwei Felder weit. Nee, zwei Felder reicht mir nicht. Ich brauche drei. Wie kann man das vernünftig lösen? Arg! Das ist doch... Warum will das nicht? Ja, ich überlege, wie war das denn? Ich habe auch die eine Zugbrücke gebastelt, da habe ich doch das dann auch gehabt. Da hatte ich dann... Da ging das dann klack, klack. Da waren dann drei Stück unten. Und oben zwei. Boah, wie war denn das gewesen? Das war... Das wird jetzt schwierig, das alles wieder zusammenzukriegen, wie das gewesen ist. Aber müssen wir halt mal ein bisschen probieren. Das heißt, wir werden jetzt hier so einen kleinen Experimental-Labor basteln, ja, wo wir jetzt ein bisschen rumprobieren, bis wir das dann raus haben. Ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Also mit Redstone nach wie vor ist ja nicht so einfach. Dann können wir ein bisschen rumexperimentieren. Ich mache das hier erstmal zu. Damit hier nichts passiert. Ja, so reicht ja schon. Hier drüben nochmal kurz zumachen. Genau. So, wunderbar. Das liegt da alles rum. Sehr schön, dann kann hier nichts passieren. Habe ich die Tür vorne zu? Ja. Und dann, wo machen wir denn hier? Wo basteln wir denn rum? Können wir eigentlich hier machen. Hier ist viel Platz, das sollte passen. Ist jetzt mehr noch Fackeln dran? Hier sind auch Fackeln? Also ist mal halt hier Fackeln hin. Nee, ist die doof aus. Nee. Machen wir einfach hier in die Mitte. So, da, wunderbar. Okay, also ich möchte insgesamt...
insgesamt sollen es dann ja drei Felder werden, ne? Habe ich gesagt. Die sollen dann gerade ausgeschoben werden. Jetzt ist die Sache, wir haben ja das Problem, wir können zwar das so machen, so und so. Ist nur das Problem, wenn wir es so machen, funktioniert das, aber der zieht dann den anderen nicht mehr mit. Das ist Kacke. Ich glaube, ich weiß, wie das war. Aber wie war der jetzt genau? Wir nehmen mal Erde am besten hierfür. Wenn, dann muss er... Warte mal. So würde es gehen. Genau. Der wird zum Glück nicht davon beeinträchtigt. Uiuiuiuiui. Oh, das war eine komplizierte Schaltung. Warte mal, dann hatten wir... Oh, jetzt habe ich hier zu wenig Platz. Nee, da müssen wir uns dann doch irgendwie... Da müssen wir uns ein anderes Labor basteln. Das hier ist zu klein, das geht nicht. Wollen wir kurz higher machen? Achso, Zeit ist auch schon wieder rum. Wie schnell das immer geht. Ja, dann machen wir uns nächstes Mal jetzt ein großes Versuchslabor. Das werden wir uns dann unten ausheben, wo wir dann einfach ein bisschen rumexperimentieren, weil draußen ist es zu gefährlich und unten können wir dann, wie wir das einmal ausgehoben haben, so lange und so oft mit Redstone rumexperimentieren, wie wir möchten. Da werden wir dann auch eine kleine Probestrecke basteln und dann halt gucken wegen der Weichenstellung, wie wir das hinkriegen, dass wir es schaffen, halt zu steuern, wo wir hinfahren können. In diesem Sinne dann, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Zocker.